Okay. Gut, dann setzen wir die Laterne da auch irgendwo drauf. Ich weiß es nicht, ist denn da irgendwie... Nee, einfach nur Laterne. Es ist egal, welche ich dann scheinbar wohin stelle. So, eine fehlt noch. Das muss erst die Pontons, die hier schon dran sind, dran machen. um. Oder muss ich die hier dran drahten? Was mit dem Schraubenschlüssel hier machen? Hier mit dem Draht? Kann ich das eine Fass als Ponton benutzen? Ja, muss ich das festmachen? Ja, muss ich. Ach, hier vorne hat eins gefehlt. Ach so. Rostig, das ist ja kein Problem. Denn, wie wir alle wissen, ätzt Öl richtig hier den Rost weg. Und die Kette kriegen wir bei dem Fahrrad. Dafür brauchen wir den Schraubenschlüssel. Ich erinnere mich. Also eine Karte wäre allein schon deswegen praktisch. Mir tut nämlich schon die Hand weh, weil die Wege hier echt kacke sind. So, darf ich jetzt damit fahren? So, Brieftäubchen. Na? Schön. Ich mag die Feuereffekte. Sieht zwar nicht so richtig echt aus, aber... Ach, ich habe schon wieder so Blut im Auge. Da steht vermutlich nur drauf. Nö. Forscher haben herausgefunden, dass die menschliche Seele sich gegen die Grenzen des Körpers durchsetzen kann. Dieses Ritual beruht auf dieser Theorie. Es ermöglicht zwei Menschen, die sich lieben und vermählt haben, über das Grab hinaus miteinander zu kommunizieren. Tote lügen nicht. Es ist daher möglich, dass die wahren Gefühle eines verstorbenen Geliebten herauszufinden. Es ist daher möglich, die wahren, ja. Es ist daher möglich, die wahren Gefühle eines verstorbenen Geliebten herauszufinden, wenn die folgenden Anweisungen befolgt werden. Für das Ritual wird Folgendes benötigt. Mann, dieser Artikel ist ja echt von dem Spitzenautor geschrieben worden. Die Verlobungsringe des Paares. Eine brennende Kerze, etwas, um die Ringe neben der Kerze zu halten. Sie können nicht von einer lebenden Hand gehalten werden, da dies die zarten astralen Verbindungen zerstört. Stelle die Kerze neben die Ringe und zünde sie an. Sobald die Kerze brennt, kommt die Wahrheit ans Licht. Aber Vorsicht, die Wahrheit ist nicht immer leicht zu akzeptieren. Und in so einem Artikel oder in so einem Ding hätte ich doch eher dann die Sie-Form benutzt. Hier ist der Schlüssel. Interessanter Schlüssel, der ist für den Brunnen, ich verstehe. Das ist meine letzte Laterne. Ist hier sonst noch etwas? Hier sieht aber auch nichts mehr so wirklich auffällig aus. Das Entchen. Ich möchte das Entchen gerne mitnehmen. Das tut mir so leid, dass es hier alleine sitzen muss. So, letzte Laterne. Huch. Ah, doch, war richtig. So, dele. Ja. Habe ich jetzt den Code? Freund Schnürschuh, hier fehlt was.
Wo ist mein Zettel? Da ist mein Zettel. Wo bin ich denn jetzt gerade bei dem, der könnt? Das brauche ich den Code. Ja, ich bin noch. Ja, und jetzt? Das geht darüber hinaus. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Das ist eine 1. Das sieht jetzt mehr nach X aus. Dass ich das irgendwie angucken. Und das ist doch wichtig, welche Laterne wo steht. Ich weiß es nicht. Oh, natürlich ist es wichtig, wo welche Laterne steht, weil sie unterschiedlich schwer sind. Sehr gut. Okay, gucken wir mal. Das muss relativ weit nach unten. Das heißt, da müsste eigentlich die schwerste Laterne drauf. Okay, also ich muss mich hier an dem Grünen orientieren. Das da hinten steht richtig. Da müsste das ja aber auch richtig sein. So. Ach so. I understand. Wunderbar. Alle Lichter sind platziert. Dieser dämliche. Dieses dämliche Touchpad. Okay, male ich mir es nochmal auf. Gut, also das ganz weise. Spiel fortsetzen, bitte. Dann machen wir das, wo da schwarz hat. Dann hier der Halbmond, hier schwarz, hier nicht Halbmond, sondern Sichelmond schwarz und dann hier und das hat das schwarz auf der anderen Seite. So. Also. Ich würde sagen, hier ist 11, also bei dem Vollmond, bei dem Halbmond rechts oben. Würde ich sagen, das ist eine 9. Zumindest wenn ich halt so von der Dings drauf gucke. Also von. Na, also wenn ich so hier die Perspektive. Oder muss ich das andersrum? Dann wäre es eine 11. Nee, Moment. Das. Das ist eine 4, 5, 6, 7. Es ist eine 8. Was mache ich denn? So keine 9, das ist eine 8. 9, das ist eine 10. Keine 11. Die X ist die 9. Dann haben wir den hier, das ist eine 1. Das ist ja eindeutig. Dann haben wir das hier, das müsste die 9 sein. Und dann haben wir das da, das müsste dann das hier oben sein, das ist. Was? 9? Was? Hier ist dann eine V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sieht aber dann nicht, das sieht aber nicht aus wie eine 9. 5, 6, 7, nee, es ist eine 7. Ach, das F hier ist nicht richtig beleuchtet. Hier das Eck. Also haben wir hier eine 7. Wie gut das so aufgemalt ist. Und hier sieht man das X kaum. Also hier den Querstrich hier sieht man kaum. Deswegen sieht das hier für mich mehr aus wie ein V, weil die Striche hier viel dicker sind. Okay. Dann haben wir das. Das hat er sich jetzt bestimmt auch aufgeschrieben. Natürlich hat er sich aufgeschrieben. Warum habe ich es mir dann aufgeschrieben? Ich hätte eher gucken sollen. Na egal. Gut. Also. Vollmond war das da. Da ich es mir aufgeschrieben habe, werde ich da jetzt nicht ständig gucken. Nee, das war.
Das. Dann haben wir hier, das ist das. Da mache ich, glaube ich, die, das ist die. Hier, das müsste jetzt die 1 sein. Okay. Mir fehlt Brandas Ring. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich brauche sie beide zusammen, so wie wir hätten zusammen sein sollen. Das wird für das Ritual benötigt. Ich hatte versucht, ihren Geist herbeizurufen. Ich dachte erst, ich hätte es geschafft. Dem war aber nicht so. Ich möchte ihr sagen, dass ich sie liebe. Dass es falsch war, Catherine zu heiraten. Brandas Tod war ein Unfall. Sie muss das verstehen, damit ihr Geist ruhen kann. Okay, ich habe jetzt Richards Ring. Das ist Richards Ring. Das bedeutet, Brandas ist im Anwesen. Bedeutet das das? Das ist auch eine Art zu sagen, du kommst hier nicht mehr rein. Es wäre wohl zu viel verlangt, das Tor zu öffnen. Eine Metallstange. Okay, ich habe jetzt noch den Ring, ich habe noch die Armbrust. Und jetzt noch das Feuerzeug, eine Metallstange. Gestern erklärte Richard, dass er nur Brenda heiraten würde. In seinem Alter war ich genauso dickköpfig. Ich wollte auch nur Mary heiraten und niemand anderen, aber sie war eine Närrin, die nicht für die Rolle der Frau an meiner Seite geeignet war. Sie wurde gefeuert. Oh. Dickkopf. Richard und ich haben also mehr gemeinsam als unser Aussehen. Dies könnte die Statue passen. Das ist leicht. Einen Ring werde ich gerade noch finden. Bei diesem Ritual brauche ich keinen Hexenkessel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dies von dem Vogel erhalten würde, der die Anweisungen. Das sind die Anweisungen für das Ritual. Okay. Kann ich mit der Metallstange endlich diesen scheiß Schuppen hier aufmachen? Ach, danke schön. Also wie eine Brechstange. Was ist das denn? Ist dort unten etwas unter dem Öl oder will ich mir das ein? Kann ich das einfach anzünden und wegbrennen? Okay, dann ich. Da ist ein Schlüssel. Kellerschlüssel. Ich könnte die gleiche Methode anwenden, um diese Kette zu befreien und die Tür. Irgendwas mit einer Tür. Ah, Kette mit Haken. Okay. Das Öl kriege ich so, aber scheinbar nicht weg. Nochmal versuchen? Nö. Der Butler ist auch nicht wieder zurückgekommen, ne? Huch, ich wollte auch den Schlüssel. Der uns doch eigentlich irgendwas bringen wollte, oder nicht? Da fällt mir ein. Bestimmt irgendwo vergessen, Dinger zu machen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss es absägen. Wieso muss ich das denn absägen? Der Wasserpegel ist zu niedrig. Das über das Hochzeitskleid, okay. Das ist ein Hochzeitskleid, ein Überbleibsel einer sitzen gelassenen Braut. Sag das nicht immer so, Dings.
So, irgendwie so ein bisschen hämisch, keine Ahnung. Das kann ich nicht mit bloßen Händen auseinanderreißen. Okay. Bürste, Metallsäge, gemahlener Kaffee, Fliegenklatsche, Teekanne, Thermometer, Schuh, Seife, Sägeblatt, Trommelstock, Kleiderbügel, Schachfigur. Da ist eine Säge, die kriege ich doch dann bestimmt. Ich hier irgendwo Kaffeebohnen? Da. Wo ist die Mühle? Da. Fliegenklatsche. Das ist schon so ein richtig aufgeräumtes Regal, ne? Im Gegensatz zu anderen Sachen. Bürste. Schuh. Seife. Das ist ein ganzer Korb mit Korken. Seife, Sägeblatt ist hier. Trommelstock. Kleiderbügel und eine Schachfigur. Kleiderbügel. Eine Schachfigur. CH3 COOH. Was soll das denn sein? Jetzt brauche ich noch die Seife. Ist das so ein richtiges Seifenstück oder? Na, was genau muss ich hier gucken? Ja, ist ja gut. Ach, da. So, Säge. Damit kann ich dann das jetzt hier absägen. Ich habe jetzt ein Rohr mit Dings vorne dran. Wofür brauche ich das denn? Damit hier rumrühren? Nö. Hochzeitskleid. Kann ich das hier rein? Nö. Ich vergieße lieber ein wenig Wasser, als meine Hand dort hineinzustecken und sie dann zu verlieren. Hey, da wurde etwas in den Abfluss gespült. Ich musste erst das Gitter entfernen. Damit? Natürlich nicht. Ich sollte dies abschrauben, um das Porträt zu erhalten. Damit wohl auch nicht. Ich komme nicht heran. Ich weiß auch nicht, wofür ich das jetzt bräuchte, muss ich gestehen. Ein dampfbetriebener Aufzug, aber der Druck des Boilers ist zu hoch, um ihn anzuheben. Der Druck des Boilers ist zu hoch. Richard ist beharrlich. Zu Beginn war sein Flirten mit der Tochter des Dienstmädchens noch harmlos. Der gute Lord Kengel hat wohl nicht viel von den Liebeleien seines Sohnes gehalten. Kommst du denn da drauf? Ein Schlüsselteil. Das ist nur eine Schlüsselhälfte, aber wenn ich eine Gussform dafür herstelle, kann ich den ganzen Schlüssel nachmachen. Das Fußbett besteht aus Lehm, ich weiß. Wie kriege ich hier jetzt Lehm her?
Das ist ein bisschen gemein, aber. Oh, öliger Lappen. Das ist schon gemein mit dem Hochzeitskleid, das aufzuwischen. Götze, Nüsse, Golfschläger, Farbroller, Schiff, Hantel, Schachmatte? Ach so, Schachmatt. Entschuldigung, nicht Schachmatte, sondern Schachmatt. Gürtel, Fisch, Porträt, Roller, Bowlingkegel. Ich brauche wohl noch eine Figur dafür. Für ein Schachmatt. So, Schachmatte. Was ich da wieder lese. Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht die Farbrolle. Hantel. Schiff, Farbroller, Götze, der ist vielleicht hier drin. Den Schlüssel. Da ist er. Roller. So, haben wir das schon mal aus dem Weg? Da müssen wir noch einen ganzen anderen Krempel finden. Bowlingkegel, Porträts hier. Bowlingkegel. Das ist auch nicht besser. Gürtel, Fisch, Nüsse, Schläger. Der Baseballschläger? Golfschläger. Habe ich nicht richtig gelesen. So. Bowlingkegel, das ist der Farbroller. Ein Dominostein, den ich leider nicht brauche. Ein Gürtel. Gürtel, Gürtel, Gürtel. Da. Ist noch den Kegel. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und Nüsse. Es ist die Frage, richtige Nüsse oder Werkzeugnüsse. Nein, richtige Nüsse. Ja, Werkzeugnüsse wären vielleicht auch ein bisschen gemein gewesen. Denn das werden viele vermutlich gar nicht wissen, dass das so heißt. Das war Bowlingkegel. Ach, so ein alter Bowlingkegel. Ich habe nach neuen geguckt, also nach so einem weißen. Gut, ich kriege ein Porträt. Und dann liegt noch ein Porträt unten in dem Ding. Jetzt habe ich einen öligen Lappen. Also das ist wirklich schon sehr gemein.